Viele Menschen fragen sich immer wieder, warum die weltgrößte Wassersportmesse Boot bei uns in Düsseldorf, also im Binnenland, stattfindet. Der Rhein zählt jedoch zu einem der attraktivsten Wasserreviere, auch weil er für Segler eine echte Herausforderung ist. Wie attraktiv das Segeln auf dem Rhein tatsächlich ist, hat unsere Reporterin Christina Vogt ausgetestet und ist die Regatta auf der Rheinwoche mitgesegelt. Segeln auf dem Rhein, das ist Action pur. Eigentlich hatte ich mich auf eine entspannte Tour von Leverkusen nach Krefeld eingestellt, aber ich stelle schnell fest, dass es alles andere als ruhig ist. An Bord wird jede Hand gebraucht und deswegen muss ich auch sofort mit anpacken. Der Rhein, ein Fahrwasser, was seine Tücken hat. Nicht nur die Strömungen sind eine Herausforderung, auch die Berufsschifffahrt fordert viel Konzentration vom Skipper. Ja, das ist natürlich, wenn man, sobald man ein bisschen ins Fahrwasser reinkommt und in die Mitte reinkommt, wo die Strömung halt stark ist, dann wird man halt direkt mitgerissen. Und das ist auch das, was man irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Gemeinsam mit 124 Seglern nehmen Matthias, Annika und ich heute an der Rheinwoche teil. Die findet bereits zum 91. Mal statt und führt von Leverkusen bis nach Emmerich. Und das Ganze in 3 Tagen. Ich mache heute nur die erste Etappe mit, die uns über Düsseldorf bis nach Krefeld bringt. Bei Windstärke 2 bis 3 geht es noch relativ gemächlich zu. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Flauten, doch die halten meist nicht lange an. Wir haben jetzt gerade so über die Tücken auf dem Rhein gesprochen, aber auch über das, was so viel Spaß macht. Was macht dir denn überhaupt am Segeln am meisten Spaß? Oh, alles. Also es ist total abwechslungsreich. Wenn viel Wind ist, hat man total viel Action, muss sich anstrengen, muss das Boot gerade halten und hat super viel Spaß, wenn es dann schnell fährt und man Wellen absurfen kann und so weiter. Und wenn wenig Wind ist, dann ist es eher taktisch und man muss viel überlegen, so wie man sich zu den anderen Booten positioniert. Und das ist auch total interessant und einfach abwechslungsreich. Und das ist auch der Reiz, den dieser Sport ausübt, wahrscheinlich im Vergleich zu Tennis oder Ähnlichem. Hat sicherlich auch seinen Reiz und seine Berechtigung, aber auf jeden Fall ist man beim Segeln die ganze Zeit draußen in der Natur und ist auch abhängig natürlich vom Wetter und von den Bedingungen und muss sich dem anpassen. Und das macht einfach super viel Spaß. Nach 40 Kilometern und ungefähr 4 Stunden taucht dann der Rheinturm vor uns auf. Wir haben den ersten Abschnitt erfolgreich hinter uns gebracht. Da der Wind in der Zwischenzeit jedoch so stark nachgelassen hat, müssen wir uns für das letzte Stück bis nach Krefeld schleppen lassen. Zum Glück ist uns das nicht auf der längeren Strecke passiert. Hier sind wir bereits nach 16 Kilometern am Ziel. Dann heißt es für uns noch putzen und aufräumen, bevor auch wir die Abendsonne genießen dürfen.